Wir können also endlich aus diesem Schrein oder Dungeon oder wie auch immer da man das hier nennen will, rausgehen, denn wir haben im letzten Part auch Komula erfolgreich abgeschlossen in Twilight Princess. Das Tolle ist also, wir haben diesen Schattenspiegel komplett vervollständigt und sollen nun gemeinsam mit Midna zu der Spiegelkammer übergehen. Müssen aber erstmal wieder auf festen Boden kommen. Ich nehme an, dass man der Tante dabei nochmal einen kleinen Besuch ab. Nein, 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 nein. Abstatten sollte. So, jetzt bin ich wieder da. Weil wer weiß, was die uns noch mitzugeben hat. Entweder an Ratschlägen oder an Items. Und auch so wäre eine kleine Verabschiedung sicherlich angebracht. Denn sie hat uns ja, so gut es ging, hier einen herzlichen Empfang bereitet. So. Hat sie uns noch etwas zu sagen? Und oh, wir können ja mit dem Kleinen hier auch reden. Hey, hallo, du bist der Größte. Süß. Vielen Dank. Ach, du hast wirklich nur Ärger mit mir. Ich freue mich aber jederzeit über deinen Besuch. Ja gut. Das hat sich nun nicht so sehr gelohnt, aber was soll's? Ein paar nette Worte zum Abschied. Und damit gehen wir wieder zurück nach unten, hoffentlich, auf hylianischen Boden. Wenn ich nicht vorher weggeweht werden sollte. Das ist hier ja leider nicht ganz so unausgeschlossen, wie ich das gerne hätte. Aber ja, sehr schön. Okay. Wir können hier einfach rein, oder wie? Oder kann Midna uns reden? Unglaublich, dass so hoch in den Wolken eine ganz andere Kultur als in Hyrule oder meine Heimat begründet wurde. Willst du zurück auf die Erde, Link? Wir müssen die Welt retten, und zwar schnell. Ja, würde ich gerne, aber ich weiß nicht wie. Ich bin jetzt hier zwar wieder bei der Kanone, aber ja. Oder kann ich mich mit dem Item da hochziehen? Ach ja, da musste ich irgendwie erst rein, ne? Ja. Ich erinnere mich endlich. Wir werden einfach nach unten wieder zurückgefeuert. Wirklich? Wir haben keinen Helm oder sonstige Sicherheitsvorkehrungen bei uns. Na gut. Wir stürzen mehr oder minder sanft in den Hylia-See. Und ich sollte die Schuhe ausziehen, fällt mir ein. Okay. Also, Midna will zurück zu der Spiegelkammer. Na komm, das schaffst du jetzt, oder? Ey, sag mir nicht. Jetzt muss ich echt noch für diese paar Sekunden das Zora-Gewand anziehen, aber passt schon. Ich habe jetzt keine Lust gehabt, hier abzukratzen an so einer bescheuerten Stelle. Aber eigene Schuld. Ich hätte früher die Stiefel wieder ausziehen sollen. Daher ist das in Ordnung. Okay. Die Spiegelkammer. Kann Midna uns auch hier irgendwo hinwarpen? Ja. Dann ab in die Gerudo-Wüste. Spiegelkammer, bitteschön. Da reisen wir schnell mal hin. Ich nehme mal an, dass wir zwar das Finale von Twilight Princess jetzt so schrittweise ansteuern, aber dass noch nicht etwa der letzte finale Auftritt sein wird. Daher werde ich hier noch nicht an dieser Stelle alles Mögliche nacharbeiten an Sidequests und Geheimnissen.
so sieht er also aus. Wir hatten ihn ja in der Vision schon einmal gesehen, wo Ganondorf ihn zerstört hat. Aber wir haben ihn endlich wieder repariert. Die Frage ist nur, wozu? Weißt du, das Schattenreich wird von manchen auch Jenseits genannt. Aber in Wahrheit ist es etwas ganz anderes. Es ist ein friedlicher Ort, so wie eure Welt, wenn das Abendrot am schönsten strahlt. Die Wesen in unserer Welt lebten in diesem Licht ruhig und friedlich, mit reinen Herzen. Bis diese finstere Magie in unser Leben trat und alles anders wurde. Es ist alles unser Fehler. Wir überschätzten die Macht unserer Weisheit. Wir versuchten, die finstere Magie unter Kontrolle zu bringen. Bitte verzeiht uns unseren Leichtsinn. Und seid mild in eurem Urteil, Prinzessin des Dämmerlichts. Ja. Ich habe mich schon immer gefragt, mit dem Titel von Twilight Princess, wann das irgendwann mal aufgebracht wird, dieses Thema, wer Midna überhaupt ist. Ihr wusstet es also? Trotzdem kenne ich Midnas Rolle in dem Ganzen noch nicht genau. Und sprecht mich nicht so an. Als Herrscherin dieses Volks habe ich einfach die Flucht ergriffen. Ich verdiene diesen Titel nicht. Ach so, das ist auch gar nicht Midnas echte Gestalt, ja? Ah, sie wurde dazu verwandelt, verstehe. Okay, das ergibt auch Sinn, ja. Xanthos Magie hat sie von einer Schattenreichsbewohnerin wohl in dieses Wesen verwandelt, aber es ist nicht ihre eigene Form. Das hat mir ein bisschen Angst gemacht, dieser Gesichtsausdruck. In meiner Welt glaubt man, dass der Held in Gestalt eines heiligen Tieres erscheinen wird. Deshalb dachte ich mir, also als ich dich das erste Mal sah, ich wollte dich nur benutzen. Ich wollte einfach nur meine eigene Welt gerettet sehen. Und es war mir egal, was aus der Welt des Lichts werden würde. Ja, aber sie hat ja einen kleinen Prozess auch durchgemacht. Aber dann traf ich Zelda und dich, und ihr wart beide bereit, alles zu geben, um eure Welt und die Menschen zu retten. Jetzt möchte auch ich dabei helfen, eure Welt zu retten. Wir müssen Xanto besiegen. Dann wird auch der Fluch gelöst, der auf mir liegt. Und wir können Zelda ihre Kraft zurückgeben. Lass uns gehen, Link. Für Zelda und für die Völker unserer beider Welten. Ja, schön. Wenigstens wird so ein bisschen mehr ihre eigene Motivation klar und auch ein wenig ihr freches
auch teilweise idiotisches Verhalten von Anfang. Sie wurde ja immer ein bisschen weniger dominant in ihrem Auftreten, ein bisschen ruhiger, ein bisschen, ja, netter. Ach so. Und wir können da jetzt hineingehen. Aber das ist nicht die letzte Welt, oder? Und selbst wenn, dann hoffe ich, dass ich immer wieder rein und raus gehen kann, wie ich möchte, weil ich möchte ja nochmal alles nachholen, was ich bisher so verpasst habe. Aber gut, dann scheinen wir uns nun im Schattenreich zu befinden. Der Schattenpalast. Okay. Also, naja, Link, darf ich dich noch einmal in Anspruch nehmen? Aus welchem Grund auch immer. Einmal bin ich schon aus dieser Welt der Schatten geflohen. Ich habe mein Volk im Stich gelassen, obwohl es mich als sein Oberhaupt respektiert, ja sogar verehrt hat. Diejenigen, die jetzt noch hier warten und darauf hoffen, dass Hilfe kommt, die wollen wir von ihrem Los befreien. Wenn sie dann aber erfahren, dass der Retter eine hässliche Kreatur wie ich sein soll, da werden sie doch enttäuscht sein, oder? Deshalb bitte ich dich, auch wenn es ein großes Opfer für dich sein mag, darf ich noch ein ganz klein wenig dein Schatten sein? Verzeih mir. Ja, alles gut. Dafür nicht. Link, warte. Das hier, das sind keine Gegner. Nur ihre Gestalt ist verändert. Das sind Bewohner dieser Welt. Mitglieder meines Volkes. Zanto, was hat er uns nur angetan? Also kann ich mit denen reden? Nee. Okay. Dann steht ihr einfach nur so aus Spaß an der Freude hier herum, ja? Na gut. Ah ja, mal wieder ein ewig langer Abgrund. Komula lässt grüßen. Dann nehmen wir den Eingang, der uns hier gewährt wird. Erzählst du etwas? Nee, guckst auch nur. Ja. Der Schattenpalast. Ich habe ja ein bisschen Sorge, dass ich hier ganz schön hart rangenommen werde. Das fängt ja schon gut an. Da kommt man direkt rein und wird mit dieser Musik begrüßt. Oder ist das hier die Standardmusik? Kann das sein? Nee, okay. Es wird wieder mysteriöser. Ich glaube, ich wäre wahnsinnig geworden, wenn ich die ganze Zeit diese Schattenwelt-Kampfmusik gehört hätte. Na komm. Bitte? Was bist du denn? Kommt er wieder? Ja, ne? Kann ich den besiegen? Ja, der ist... Okay. Ich wusste gerade nicht, ob das so ein dauerhaft präsenter Gegner ist, der ja auch gar nicht sterben kann vielleicht. Aber nein. Sehr gut. Und ein kleiner Schlüssel. Schön, schön. Die Karte zeigt auch hier an, dass es einen Weg gäbe. Aber ich sehe nicht, dass das so ist. Ah, ja. Ja, aber dann kann ich da doch 100% nichts machen. Also diese Schattenkrümelpartikel werden ja nicht aus Spaß an der Freude da sein, oder? Okay, so sehen die Greifer aus. Ja, wir gehen erstmal weiter.
Na toll. Noch mehr von dem Kram. Kann ich die irgendwie umgehen? Ja, das klingt auch einfach nicht gut hier. Hä? Was soll ich denn tun? Ja, ich wäre gerne woanders hingegangen, aber ich weiß nicht wie. Also, sind das Druckplatten? Ich kann da nicht durch, oder? Ach doch, aber ich werde zum Wolf. Link, pass gut auf. Der schwarze Nebel kommt von den Schattenkristallen, die Xanto mit seinen magischen Kräften geschaffen hat. Sie saugen das Licht ein. Er ist der Schurke, der den Lichtgeistern ihr Strahlen geraubt und deine Welt in ein Schattenreich verwandelt hat, Link. Aber mit unserem Spielzeug kann ich dich jederzeit vom Wolf zum Menschen und wieder zurückverwandeln. Also, alles klar. Ja, aber dann, glaube ich, würde ich doch gerne nochmal nach oben gehen. Weil ich dachte irgendwie, dass ich dann dort automatisch sterben würde, aber dem ist ja gar nicht so. Ja, toll, wie komme ich da jetzt wieder hin? Nein, warum? Ich muss da doch wieder an den Anfang zurückkommen können. Okay, dann ist egal. Ich nehme mal an, dass ich irgendwann wieder hierher kommen kann, aber jetzt vielleicht noch nicht. Vielleicht gibt es ja dann irgendwie ein Item, mit dem ich mir eine Plattform bauen kann oder sonst was. Aber ja. Oder einfach von der anderen Seite. Ich sehe ja auf der Karte, dass es da auch einen anderen Eingang irgendwie geben muss. Dann kann ich da bestimmt durchgehen. Ich bin optimistisch. Ah ja. Ach, gleich zwei Truhen für den einen Gegner. Okay, schön. Ja, dann. Da. Oh, hier ist ja sonst was los. Ja, dieser Schatten nervt auf jeden Fall ganz schön. Trotzdem schön, dass er da in Ruhe erstmal den Kompass auspacken darf, während diese kuriosen Wesen hier ihm gleich den Chaos machen wollen und einfach stehen bleiben. Jo, viele, viele Schätze. Die erste Schatztruhe, daran komme ich gerade nicht. In dem Raum davor. Ist aber in Ordnung. Und habe ich noch einen weiteren verpasst? Wie jetzt? Da wird ja noch einer angegeben. Ah, der ist bestimmt auf der Plattform darüber. Da komme ich aber nicht ran aktuell. Also gut, erstmal weitermachen. So. Was haben wir hier drin? Rubine? Ne, ein Schlüssel. Okay. Das ist ordentlich, denn wir brauchen sicher welche. Und wie komme ich jetzt hier hoch? Da ist der Greifer. Okay. Ich bin auch schon ein bisschen angespannt, muss ich ja sagen. Ah, noch mehr Greifer. Mhm. Aber habe ich damit dann eine Möglichkeit, da hinten wieder rüber zu gehen? Vielleicht hat das also nichts mit irgendeinem Dungeon-Item zu tun, sondern mit ordentlich hin- und her-kackseln. Ja. Eine Pflanze nochmal. Ja, klar. Komm her. Ach, da ist sie. Nee. Hm. Ja, schön. Aber ich habe wieder mal eine volle Geldbörse. Dann hätte ich mir das wohl sparen sollen. Aber ich komme auch von hier aus dort nicht zurück. Aktuell. Vielleicht darüber.
Muss ich mal schauen. Komm ich da hin? Aber ich kann mich da rechts nicht hochgreifen, glaube ich. Nee. Okay. Na gut. Eine weitere Schatztruhe können wir hier mal wieder in dem Spiel ignorieren, aber die am Anfang werde ich mir irgendwann wiederholen. Oder mal reingucken, was es da gibt. Kann ja auch sein, dass es wieder nur ein bisschen Geld ist und das brauche ich natürlich nicht. Trotzdem erstmal ein schönes Design des Tempels. Damit kann ich mich anfreunden. Mit dir hingegen glaube ich nicht. Es sieht aus wie ein Grabscher. Ja, hier schon mal wieder ein Herz. Okay. Oh, Zanto. Aber in digitaler Form oder wie? Das sieht nicht aus wie der echte. Bitte? Jetzt geht's aber hier los, oder was? Ist ein bisschen viel auf einmal. Was ist denn hier jetzt los? Wo ist er denn? Ah, soll ich ihn jetzt abschießen? Oder wie? Ja, ja. Er bereitet irgendwelche Angriffe vor und dann kann man ihn wohl in Ruhe einmal treffen. Ja, gut. Das war doof, gebe ich zu. Ist ja in Ordnung jetzt auch mal wieder. Wo ist er denn? Ich sehe ihn gar nicht. Ach, verdammte Axt. Ging trotzdem schneller vonstatten als gedacht. Seine Monsterhorden. Ja, es war blöd mit dem Nebel jetzt, aber naja. Okay. Die Frage ist trotzdem, was befindet sich denn hier? Ich sollte erstmal gucken, ob ich mir hier nochmal volle Leben... Na, ist egal. Diese leuchtenden Kugeln erhellen unsere Welt. Man nennt sie Sola. Sie gleichen der Sonne in deiner Welt, Link. Die Kraft der Sola ist die Quelle des Lebens in dieser Welt. Ohne sie sind wir nichts. Okay. Damit aber könnten wir... Link, könntest du diese Sola nicht zu meinen Leuten am Eingang dieser Welt bringen? Ja, ich nehme an, dass ich das könnte. Aber kommt mir noch nicht vor, wie die finale Aufgabe hier. Na, okay. Also, ja. Schön. Dann gehe ich damit mal durch. Und Tatsache, ja, hier, diese ganzen Dinge hauen ab, aber ja. Ein Grabscher oder so. Jedenfalls scheint er mir hinterherzukommen und ich weiß jetzt nicht, wie komme ich da nach oben? Hä? Wie? Was soll ich tun? Okay. Ja, war jetzt auch... merkwürdig platziert, damit ist okay. Ah, da ist diese Hand. Oh, ich kann die direkt aus der Hand auch rauskrapschen. Okay, ja. So viel dazu. Und die bleibt jetzt an derselben Stelle. Ja, dann ist doch eh blöd. Ah, ich kann sie aber auch zurückführen. Sie... ja, sie verfolgt mich auch wirklich. Na gut, dann nochmal von Anfang an.
Ja, die hat schon ordentliches Tempo drauf im Verhältnis. Aber jetzt weiß ich ja wenigstens in etwa, was ich tun soll. Bitte mitnehmen. Dann, ja. Wie kriege ich das denn jetzt auf? Hä? Ja, aber ich kann doch nicht da durchlaufen ohne diese blöde Kugel. Die ist jetzt hundertprozentig wieder am Anfang, ne? Ja, so langsam, wie die Türen hier aufgehen und Link hinterher rennt. Okay, okay, also wieder zurück. Weißt du, was du zu tun hast? Gib dir diesmal etwas mehr Mühe. Ja gut, jetzt wird sie doch wieder ein bisschen wie am Anfang von ihrem Verhalten. Ich habe da aber oben keine Schaltfläche gesehen. Also so ganz scheine ich es ja nicht begriffen zu haben. So, die Tür. Wo geht die Tür denn jetzt auf? Ach, diesmal kann er Sachen tragen und rausrennen, ja? Okay. Ich nehme an, dass die Hand mich auch hier verfolgen wird, deswegen beeile ich mich mal. Okay. Vermutlich ist irgendwo hier in der Mitte dieses Ding. Ja, ich sehe es ja schon. Trotz Dunkelheit. So, wo ist die Hand? Ach, ja. Wenn er sich ein bisschen beeilen würde, würde es ja sogar gehen. Nee, komm. So machen wir es hier nicht. Wo ist die Hand? Die Frage ist halt, wie weit kann ich die jetzt zurücklocken? Also es gefällt mir nicht, aber ich bin auch so doof und werfe die einfach da rein. Und dann ist die Hand hier eh schon wieder in einem Vorteil. Ach so, die kann sich auch diagonal bewegen. Ja, dann könnte ich hier vielleicht ein bisschen längeren Weg bereiten. Ja. Okay. Okay, 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 okay. Rollen, rollen, rollen. Wie ein großer Junge. Und... bitte, bitte, bitte hergeben. Ja, jetzt werf die doch nach oben. Du wirfst die doch sonst so schön. Ist egal. Nein! Nein, 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 nein. Das ist nicht euer Ernst. Und ihr, haut ab. Nervt mich bitte nicht. Das ist super. Du nimmst den Ball und rennst weiter. Öffnen, durchrennen. Habe ich dann später eigentlich nochmal die sonst die Möglichkeit, das zu nutzen? Oder eher nicht? Egal, ich nehme den Schlüssel. Ich denke mal, hier ist ein Schlüssel. Ich hoffe, das ist keine... Es ist ein Herzteil. Ja, super. Okay, schön. Ich nehme wieder die tolle Kugel. Wo auch immer ich jetzt hin muss. Ernsthaft? Ihr wollt mir das hier alles reinkloppen, ja? Jetzt greif doch an, mein Freund. Das gibt's nicht. Warum?
die kann ich auch angreifen? Ja, super. Ja, das ist ja gut zu wissen. Ich renne hier jetzt aber einfach mal durch. Ich habe nämlich keinen Bock mehr. Naja, das passt. So, hilft euch das? Ja, Tatsache. Aber ich kann immer noch nicht mit ihm reden, naja. Trotzdem schön, dass du wieder eine andere Form hast, mein lieber Schattenfreund. Und ihr ebenso. Ah, da sind verschiedene... Da sind verschiedene Einkerbungen. Link, es gibt noch eine Sola. Wenn wir sie finden, dann wird sie uns zu Xanthos Versteck führen. Ja, dann nehme ich an, dass diese nächste Zola sich in diesem Gebiet, was so wunderschön zentral liegt, befindet. Und da gehen wir dann im nächsten Part hin. Aber für heute ist erstmal Schluss. Ich hoffe, dir hat dieser Part auch wieder gefallen, meine Liebe. Und dass wir uns beim nächsten Mal dann wiedersehen. Hab einen wunderschönen Tag. Bye, bye.